So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Last Light Redux auf der PS4. Ich bin euer Robin BK. Wir sind Anfang dritter Kapitel. Wir haben das zweite zu Ende gebracht. Und jetzt geht's der Feind meines Feindes. Ich, also Artyom, wie ich es mitgekriegt habe und jetzt schätzen. Sollte ja noch ein Baby oder Kind sein, der richtig flott dafür war. Jetzt gehen wir gleich weiter, was jetzt passiert. Eklige Spinnen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 mm mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Ich lebe die Masse Mostlin! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Flieg, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Ah, geht auf! Ist das jetzt deswegen gewesen, weil ich Schießen gedruckt habe, oder war das so? Hört? Hey, hier, nimm das Messer. Behaltet's. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Hey, ich will eine Waffe. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber du sagst, Ich verstehe. Ein Ferngeschirr etwas Schutz. Nein, es ist es. Wir kommen hier wirklich raus. Den habe ich schon mal gesehen. Ich erinnere mich an die Jogginghose, nur wo. Also, was hatten die mit dem Milchschlucker gesagt? Leute, in dem Moment, wo der drauf los ist, habe ich gerade auf Schießen gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt war. Oder er. Oder automatisch. Ach komm, ich habe jetzt echt nur den Messer. Ich habe noch nicht mal eine Taschenlampe. Fuck. Komm. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir.
Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Kann ich da was aufsammeln, wenn ich im Schatten gehe? Ach, Mist, Pech. Wackel dich einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was denn? Hey, heb mich mal hoch, ja? Wart. Jetzt gehen wir die Dinger durch. Ah, nix, scheiße. Ja. Warte doch mal. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Wo bist denn du? Okay, gibt's nichts, komm ich. Was mit mir? Ah. Aber Leute, das sieht geil aus. Lichteffekt, Wasser. Ah, geil. Ich liebe sowas. Jetzt hör zu. Tu so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Still atmen! Wir schützen den menschlichen Einfacher. Schießen. Wir werden nicht erschießen. Danke. Bewegung. Mir nach. Stille, nicht okay, du nicht. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Los! Hört sich's nicht. Gefangener 1.30, hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich höre es nicht. Ich höre bei Gott. Ja, sie sich an den Ort noch im Grunde schlafen. Hey, hörst du mich? Sieh mal, du hast dein Seilbrett. Er lässt dich die Leiter. Schnapp dir so viele wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Danke, Kollege. Okay. Okay, schraub die Glühbirne raus. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochgucken. Oben treffen wir das Sache. Hey, Spartaner! Als wenn wir für dich etwas übrig hätten. Leute, ich sehe gar nichts. Nun, junger Mann, wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen. Versuche aber erst das Dichselle, Mann. Das Schaltpanel ist im Wasser.
Leute, ich sehe ja nichts. Jetzt folgst du diesem Gerüst. Du musst allerdings die Waffe zum Schmeißen bringen. Bin ich ja. Wow. Jetzt? Vorsicht, wenn du ein Geräusch machst, dann das dein letztes. Gott, hier geht's irgendwie nicht weiter und ich sehe nichts. Ach, da. Okay. Leute, es ist wirklich hier so dunkel, also ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Taschenlampe, kein Licht. Oh mein Gott. Der hat. Oh, hier ist was. Okay. Kommt der her irgendwie, der Typ? Kann ich ihn irgendwie anlocken? Da ist ein Monster im Käfig. Seht ihr das? Aber das. Ich habe doch vorhin hier noch ein Dings bekommen. Das liest man noch kurz. Der Feind meines Feindes, die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Resten. Ach, das haben wir schon. Der tote botanische Garten war immer ein tödlicher verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartung dorthin ging, aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volkspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchten sie in den schwellenden Überresten des Gartens? Und warum hatte Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter wurde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn auch sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Mark zu hassen, da ich nicht wie Hunter bin. Aber ich mache mir Sorgen um sie. Ja, die wird sich schon noch nicht verlieben, du Kleine. Oh. Okay. Komm her. Der
ist doch fast da, oder? Konnte ich da vorbeischießen? Leute, das regt mich auf. Wie konnte ich mir am Messer so... Ah, da ist einer. Da ist doch viel zu viel Licht, Leute. Ja klar, das ist doch ein Scheißplan. Komme ich da hoch? Na? Das Scheißblatt ist da oben im Wachraum. Leck dich mal an. Leute, ich würde ja, aber ich sehe nichts. Aber danke. Wir sind auf dem inneren Flug raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang. Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber wir können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein.
Scheiße. Wo bist denn du? Gut. Ein Bastardschwert habe ich. Erstmal alles hier aufsammeln. Wart mal. So Leute, das war jetzt der Kapitel 3, oder das Kapitel 3, oder, ja. Der Feind meines Freundes ist mein Freund, wie er schon gesagt hat, und ich glaube, wir haben es gut gemacht. Wir haben die Leute freigelassen und fast unbemerkt, ohne Licht. Hat mir sehr gefallen, also der Part. Mal ein bisschen anders den Metro erlebt und bisschen gegen Faschisten kämpfen dürfen. Auf jeden Fall, wir sehen uns im Kapitel 4 wieder, das Reich, und dazu gibt es dann gleich wieder einen neuen Part. Hier mache ich erstmal aber Cut. Euer Rebane BK, und wenn es euch gefallen hat, macht ein Like und abonniert das Ganze. Bis zum nächsten Mal.